Franz, Sie haben eigentlich so alles erreicht als Fußballspieler, was man erreichen kann. Sie waren Weltmeister, Europameister. Sie haben für viel Geld gespielt und für wenig Geld. Sie haben als Amateur gespielt, als Profi. Sie haben gespielt, das habe ich selber mal gesehen. Besser gesagt, da haben Sie zwar nicht mitgespielt, aber normalerweise in Amerika standen hübsche Mädchen, haben dann Beckenbauer geschrien, wenn sie auf den Rasen gegangen sind. Sie haben jetzt, glaube ich, noch eine verhältnismäßig gute Ausklangzeit gehabt im Fußball, auch wenn sich viele gewünscht hätten, dass Sie in Spanien hätten dabei sein sollen bei der Weltmeisterschaft. Ist das eine Vernunftsentscheidung auch von Ihnen selbst, dass Sie sagen, ich möchte eben doch kein alter Mann im Fußball werden und möchte lieber noch abgehen, solange es noch einigermaßen geht? Ja, es war, stand für mich von Haus aus fest, dass wenn der Vertrag beim HSV ausläuft, dass dann auch meine aktive Laufbahn zu Ende sein wird und mein Abschiedsspiel wird am 1. Juni in Hamburg sein gegen die deutsche Nationalmannschaft, die dann nach Spanien gehen wird, und das ist definitiv, und ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe. Ich hatte in dem Jahr doch etwas Pech mit Verletzungen, und so gesehen muss ich sagen, ist glaube ich auch von der Entwicklung her ganz gut. Wie alt sind Sie jetzt? 37? Ich bin noch nicht ganz, 36. 36, gut. Ich meine, wenn man einem 36-Jährigen sagt, er sieht blendend aus, hört sich das immer so blöd an, aber bei einem Fußballspieler, der freut sich vielleicht darüber. Andere Leute mit 36 Jahren, die kommen vielleicht gerade von der Universität, wenn sie ein langes Studium hatten, fangen jetzt an in einem Beruf. Und bei Ihnen, die können ja ein paar Mal sitzen geblieben sein. Und bei Ihnen kommt jetzt die große Wende. Ja. Haben Sie davor Angst? Haben Sie das gut vorbereitet? Freuen Sie sich darauf, auf diesen zweiten beruflichen Abschnitt genauso? Ja, ich freue mich irgendwie, denn ich glaube, dass ich den Beruf, den ich noch ausübe in den nächsten Wochen noch, bis ins Letzte ausgereizt habe. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Tätigkeit, die wird sicher etwas anders sein, vielseitiger sein. Ich werde auch wiederum sehr viel unterwegs sein, aber ich freue mich drauf. Und ich bin froh, dass es jetzt was anderes ist. Mhm. Franz, ich habe da gehört, dass Sie ganz gerne auch Musik mögen. Wir haben heute Abend viel verschiedenartige Musik im Programm dabei. Welche Musik bevorzugen Sie selber denn? Ach, das ist an und für sich eine Stimmungsfrage bei mir. Ich mag also auch, wenn ich in Stimmung bin, einen harten Rock, und ich gehe auch gerne in die Oper. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bevorzuge dieses oder jenes, aber so die Welle, Frank Sinatra, Sammy Davis und so weiter, die. Also ich habe jetzt nichts von Sinatra, nichts von Davis, nichts von der Oper, nichts harten Rock im Moment hier zur Hand, aber ich habe so eine kleine Privatwette. Ich wette mit Ihnen, dass Sie vielleicht ein bisschen hinhören müssen, um rauszukriegen, wer jetzt singt. Gut, 1:0. Oh Gott. Für deine Liebe. Gott. Ich habe alles erwartet, nur das nicht. Wir konnten uns das nicht verkneifen, ja. Wir haben ein Bild dazu eingeblendet. Das ist eigentlich kein großer Unterschied, wie Sie damals ausgesehen haben, wie Sie heute aussehen. Aber das war, glaube ich, damals so auch ein Versuch, Geld zu machen, sagen wir es ganz offen. Na, es war damals so die Welle, die Sportlerwelle, die dann die gesungen hat. Es war 1966 nach der Fußball-Weltmeisterschaft, als man mir das Angebot gemacht hat. Und ich habe es angenommen. Es war eigentlich meine erste größere Gage, die ich damals erhalten habe. Und ich habe es gemacht, aber ich würde es heute nicht mehr wieder tun. Schade um die Platten. Ich habe noch eine Frage an Sie, Franz. Wir werden nachher noch Gelegenheit haben, oft im Rahmen der Sendung zu sprechen. Aber in Amerika wird ja dieser Unterhaltungsteil zum Fußball dazu getan. Würden Sie sich das wünschen, dass man das auch bei uns macht? Ja, sicher. Und ich glaube, dass die Deutschen sicher nicht abgeneigt sind. Wollen wir mal nicht so den Unterhaltungsteil erwähnen, sondern einfach einen besseren Service. Ja. Ja, die Zuschauer werden in Amerika besser unterhalten. Das geht vor dem Spiel los, das geht in der Pause weiter und auch nach dem Spiel. Und da würde ich mir manchmal wünschen, statt einen Lautsprecher, wo Musik rauskommt, hat irgendwelche Darbietungen, die eben auch vom Publikum gewünscht werden. Dass die eben mehr Spaß auch dabei haben und nicht dann einfach, wenn nicht gespielt wird oder vorher nach dem Spiel allein gelassen werden. Ja. Franz, ich möchte meinen Freunden vom Sportstudio noch einen kleinen Hinweis hier durchgeben, dass wir jetzt also kein Sportgespräch hier führen. Dafür ist meine Sendung nicht da. Nachher ist das Sportstudio, da wird wieder gefachsimpelt. Heute ist der Pierre Littbarski im Sportstudio. Haben Sie auch so einen guten Eindruck von dem Pierre, dass das ein Riesenfußballer ist? Ja, er hat sich unwahrscheinlich gemacht, gerade in den letzten Monaten. Er ist auch zum Torjäger geworden, was man ja nicht von jedem Stürmer sagen kann, dass er Fußball spielen kann, das hat er gezeigt. Er ist wirklich einer der ganz großen Talente, die wir im Moment im deutschen Fußball haben. Letzte Frage, und Sie haben eine halbe Stunde Zeit, sich eine Antwort zu überlegen, aber die muss dann ehrlich sein. Jeder Mensch hat an einer anderen Stelle seine Achillesferse. Wo haben Sie Ihre? Es ist zwar etwas besser geworden, aber ich bin ein Mensch, der hin und wieder leicht jähzornig werden kann. Aha, und wer kriegt das dann ab? Ja, meistens meine nähere Umgebung. Früher war es dann meistens der Schiedsrichter oder meine Mitspieler oder der Gegenspieler. Gut. Franz, was machen Sie, wenn Sie die Wette verlieren?
Wenn ich die Wette verliere, dann verpflichte ich mich, die Weltmeistermannschaft von 1974 hierher nach Siegen zu bringen, einschließlich Helmut Schön. Ich hoffe, dass er mir jetzt nicht umfällt. Wahrlich ein echtes Beckenbauer-Geschenk, das ist ein kaiserliches Geschenk. Ja, und diese Mannschaft von 1974 soll gegen in einem Wohltätigkeitsspiel ja. zugunsten, ganz gleich wie immer, am liebsten in die Franz-Beckenbauer-Stiftung, gegen eine Siegner-Auswahl sein. Okay. Darf ich noch was dazu sagen? Natürlich, Franz. Wir haben nämlich einen Teilnehmer von der 74er Weltmeisterschaft hier. Ich glaube, er richtig erkannt zu haben, ist nämlich Helmut Kremers. Wo ist? Ach, der Helmut sitzt da hinten. Ganz richtig. Reihe. Hallo Helmut, schöne Grüße. Schön, dass du da bist. Gut, also liebe Freunde, ein fürstliches Geschenk, die Weltmeistermannschaft 74 mit dem Franz, mit Helmut Schön. Herr Schön, fallen Sie bitte nicht um, aber der Kaiser darf mal so zweimal, ja? Und dann kommen Sie zu uns nach Siegen.